Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und in diesem Video möchte ich Ihnen nochmal etwas in OneNote zeigen. Mein Eindruck ist, OneNote ist relativ verbreitet auf den Rechnern, aber noch nicht in den Köpfen der Mitarbeiter angekommen, sprich die Erfahrung fehlt noch ein bisschen damit. Und in diesem Video möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie ein Kanban-Board erstellen können in OneNote. Was das ist überhaupt, ein Kanban-Board, wie Sie es für sich nutzen können und wie es ganz einfach in OneNote zu realisieren geht, das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, ein Kanban-Board für Ihr Projekt hier in OneNote erstellen. Nochmal grundsätzlich dazu, was das ist. Das ist letztendlich die Möglichkeit, flexibler zu planen, agiler zu planen. Das habe ich ja ganz häufig zu Beginn eines Projekts, dass es mir doch sehr schwer fällt, jeden einzelnen Teilschritt, jede einzelne Aufgabe, die damit zusammenhängt, schon detailliert zu planen für die nächsten Monate im Voraus. Vor allen Dingen, weil ich ja doch aus Erfahrung weiß, das kommt alles anders, als ich mir jetzt im ersten Entwurf gedacht habe. Und um damit etwas flexibler arbeiten zu können, gibt es halt dieses Kanban-Board, das im Prinzip aus 4 Spalten besteht. Das sind einmal die Ideen, dann die Aufgaben, Bearbeitung und Erledigung. Ideen, da sammle ich erstmal im Projektteam meine ganzen Ideen, die es so gibt. Ich mache das jetzt mal ganz schlicht hier. Und wenn wir dann sagen, hey, das ist so eine gute Idee, das sollten wir tatsächlich auch umsetzen. Und nicht jede Idee ist umsetzungswürdig. Und wir sind also im Projektteam der Meinung, jawohl, das sollten wir machen. Dann kommt es zu den Aufgaben. Da wissen wir jetzt nur, das wollen wir machen. Da steht noch nicht fest, wer es tut und wann. Aber wir sagen hier, die beiden Ideen, die sind cool, die wollen wir machen. Was ich hier in OneNote eingefügt habe auf dieser Seite, ist eine Tabelle. Die habe ich ein bisschen hübsch formatiert. Und meine Ideen habe ich ja einfach hier reingeschrieben. Und in dem Moment, wo ich das rüberschiebe, heißt es also, ich nehme es von hier, ich markiere diese Idee und dann schiebe ich sie in die andere Zelle. Ich verschiebe nur den Text, mehr mache ich damit nicht. So, jetzt haben wir sind wir schon ein bisschen konkreter und sagen, jawohl, das wollen wir jetzt alles machen. Und in der nächsten Besprechung wissen wir, aha, DB, das soll jetzt wirklich starten. Und da habe ich hier jetzt natürlich noch die Möglichkeit, mir was dazu zu schreiben. Das macht also der Max, ne? Und es soll fertig werden bis zum 30.07. meinetwegen. So, noch Urlaub dazwischen, deswegen sind wir jetzt mal ein bisschen großzügiger mit den Zeiten. Idee A dagegen, das ist was anderes, das mache meinetwegen ich, ne? Und das will ich auf alle Fälle noch fertig bekommen, bevor der Urlaub beginnt. Also ich sage jetzt mal, ist sowieso der erste Schritt, den wir hier machen müssen. Ich sage jetzt den na, nicht den 15.06., aber sagen wir mal den 20.06. So. Da soll es dann fertig sein. So. Und Idee B war, D war vielleicht etwas, was wir schon länger hatten. Das wurde zur Aufgabe. Dann hat es auch jemand bearbeitet, nämlich die Paula. Und die ist auch schon fertig. Und deswegen kann es rübergeschoben werden in erledigt. Ja. Das heißt, wir wissen, die beiden arbeiten hier fleißig an Ideen. Paula ist jetzt aber fertig mit ihrer Idee 5 und kann sich die nächste Idee, die C, aus den Aufgaben rausnehmen. Und in dem Moment, wo sie dann zugeordnet wird, der Paula, und terminiert wird, landet das Ganze hier in Bearbeitung. Und irgendwann landen dann hoffentlich alle unsere Ideen, dass sie dann soweit umgesetzt wurden, hier hinten bei erledigt. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie ein Kanban-Board in Papier machen. Das wäre dann ein Whiteboard zum Beispiel an der Wand
Und dann arbeiten sie mit entsprechenden Post-its, malen sich einfach auf ihrem Whiteboard diese vier Spalten und kleben dann die Post-its rum. Auf die Post-its schreiben sie eben auch, was ist zu tun, wer macht's und bis wann. Und es gibt natürlich auch nochmal solche Tools wie Trello oder Taskworld, die das auch sehr schön grafisch umsetzen. Aber wenn Sie sagen, mein Gott, ich mache hier meine ganze Projektverwaltung in OneNote, dann macht es natürlich Sinn, dass Sie auch das hier in OneNote führen. Dann haben Sie wieder alles zu Ihrem Projekt an einem Ort, nämlich in diesem OneNote-Notizbuch. Und haben eben hier auch ihre Aufgabenverwaltung über das Kanban-Board. Ja, das wollte ich einmal kurz zeigen. Es ist eine einfache, schnell gemachte Sache. Und das Schöne ist ja, wenn wir hier sagen, hier, die soll das machen, wir können ja hier aus Outlook heraus, aus OneNote heraus eine Outlook-Aufgabe generieren und sagen, jawohl, das kriegt die jetzt, die Maike, das wird dann zugewiesen, ne? Und bekommt dann entsprechend das Datum, alles klar. Und dann landet das bei der Maike, sprich bei mir, in meinem Outlook. Und ich kann die Aufgabe dann annehmen. Und dann ist sie auch schon gleich in meiner Aufgabenliste mit drin. Und ich habe eben hier den Link, die Verbindung, die Verknüpfung zu OneNote und sehe dann eben, was war nochmal alles zu tun. Ne? Und wenn ich es hier erledigt habe, die Aufgabe, dann markiere ich sie als erledigt. Und das Schöne ist ja, dass dann auch hier in OneNote die Aufgabe als erledigt markiert wird. Das heißt, hier wird aus dem Fähnchen ein grüner Haken. Und dann kann ich als Projektleiter sagen, oh super, die Maike hat das erledigt. Dann kann man es auch hier rüberschieben. Ja, also so arbeiten hier diese Programme auch zusammen. Und ich finde, darüber lässt sich ein einfaches Projekt auch sehr schlank managen. Viel Spaß dabei! Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.